So, Freunde, kennt ihr eigentlich schon die Geschichte, wie ich mit einem Gewehr bedroht wurde? Ich glaube nämlich nicht. Deswegen heute mal eine Laidback-Story. Bleibt dafür am Start oder auch nicht. Auf jeden Fall. Und so. Ja, Freunde der deutschen Aussprache, wo fangen wir denn an? Also ich war früher leidenschaftlicher Backpacker, wir sind mega gerne dann zusammen durch die Landschaft gezogen. Könnt ihr euch so vorstellen wie ein paar Leute mit einem Zelt, einem Rucksack und das war es am Ende des Tages auch schon. Wir haben immer Lagerfeuer gemacht und abends gekocht auf offenem Feuer mit einem Topf. Ne? Dann wurde das Wasser aus dem Bach genommen oder was und abgekocht oder was eben hier irgendwo was besorgt und war eine legendäre Zeit. Wir haben viel gezeltet, waren überall auf der Welt unterwegs und diese Geschichte, die fand statt in Tschechien. Ja, Tschechien, bestes Land der Welt, da habe ich damals noch so ein Schafsfell gekauft. Das war so ein Schafsfell, 15 Euro, mega krass. Das war der krasseste Deal, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das war das sogenannte Klonschaf. Naja, darum geht's nicht, sondern wir waren unterwegs in Tschechien und sind da eigentlich sehr gut klargekommen. Keiner von uns sprach Tschechisch. Ne? Ja, was haben wir da gemacht? Wir sind eigentlich nur durch die Gegend gestreift. Ne, wie so Landstreifer, Streicher, ne, wie so ein Aragorn und haben eben die Gegend uns eigentlich angesehen. Ne, war halt eine Form des Tourismus mit dem Zelt und schwarz gezeltet natürlich. Auf vielen Stellen war das nicht erlaubt und sind aber auch oftmals an irgendwelchen lustigen Orten untergekommen. Und so einen lustigen Ort haben wir mal im Wald gefunden. Ja, das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Mischwald in Deutschland. Ein riesiger Wald. Nichts da gefühlt, außer halt eben ein paar Wanderwege, ein paar Wege, auf denen du halbwegs vernünftig laufen kannst, wo vielleicht sogar mal ein Forstfahrzeug drüber fahren kann, aber das war's auch. Ja, dann waren wir so an so einer Lichtung, haben uns ein bisschen umgeguckt und haben da einen coolen Ort gesehen. Das heißt ein Ort. Es sah ein bisschen aus wie eine olle Garage, ja, und die war leer und ohne Tor. Eigentlich war es nur ein Betonraum, aber es war irgendwie angenehmer, weil es in Strömen geschüttet hat, als im Zelt zu pennen. Und da haben wir uns gedacht, hey cool, lass uns in dieser komischen Garage doch einfach mal nächtigen. Davor konntest du schön Feuer machen, irgendwo in der Nähe war eh Wasser und war eigentlich alles da, was du gebraucht hast, außer eine Toilette. Ne? Da hast du dich natürlich dann im Wald erleichtert. Ja, war alles schön. Ne? Wir haben uns dann da gemütlich gemacht, haben Isomatten ausgerollt, Schlafzeug, Schlafsäcke haben wir da aufgebaut bzw. rausgepackt, haben vielleicht angefangen Holz zu suchen, um das dann anzuzünden, was vielleicht noch trocken ist, um Feuer zu machen, um dann zu kochen, irgendwie ein paar Nudeln warm machen, vielleicht eine Portion Reis warm machen. Ja, also wirklich viel haben wir da nicht dabei gehabt. Das war mehr so minimalistisch. Und irgendwann hörten wir ein Bellen. Und wir dachten so, was ist das denn? Ruff, ruff. Ne? Der Bello, der wurde ein bisschen lauter. Und dann stand da so ein Mann mit einem Gewehr. Damals haben wir natürlich nicht gewusst. Das ist wahrscheinlich der Jäger oder der Förster, der hier einfach nur aufpasst. Wir haben es aber ganz anders wahrgenommen, weil wir waren jung. Ja, ich war vielleicht 14 oder so. Ist es schon ewig her. Und dieser Mann mit seiner Wumme und dem fetten Hund stand dann da und hat irgendwas auf Tschechisch gesagt, was wir nicht verstanden haben. Und das war sehr beängstigend. War wirklich beängstigend. Es ging halt so weit, dass der mit dem Gewehr so komisch rumfuchtelte und das halt auch quasi so in unsere Richtung. Und das hat dir doch verdammt Angst gemacht, wenn du 14 Jahre alt bist und denkst, okay, gleich werde ich vielleicht abgeknallt, wenn ich das Falsche mache, weil vielleicht ist es sein Privatgrundstück und er hat in Tschechien diese Rechte, denn das Recht in Tschechien habe ich damals und auch heute nicht beherrscht. Und wir sind dann wirklich, wir haben unsere Sachen einfach reingestopft in die Rucksäcke und sind abgehauen. Wir sind richtig gerannt, weil der Typ uns auch hinterher geschrien hat, ey, verpisst euch, so nach dem Motto, aber halt auf Tschechisch, ich habe das nicht richtig verstanden. War mega, mega beängstigend. Das war ein krasses Erlebnis und als wir aus dem Wald dann irgendwie irgendwann rausgerannt sind und quasi uns in Sicherheit gebogen haben, dann haben wir nochmal reflektiert, so vielleicht war das ein Jäger, der gerade jagen war und wir haben sein Wild aufgescheucht, irgendwie sowas, dies, das, kann passiert sein. Aber am Ende des Tages hat uns dieser Mann mit seiner Knarre bedroht, ja. Der hatte die nicht auf dem Rücken oder so, sondern er hatte sie halt vorne in der Hand. So, und das muss man sich mal literally vor Augen führen. Ein deutscher Jäger wird es wahrscheinlich niemals machen, weil die Anzeige rausgeht vom Allmann und dann war es das mit dem Jagdschein gefühlt. Aber das war damals eine krasse Sache, ey, muss ich sagen. Hat mir mega Angst eingejagt. Grundsätzlich war es ein cooles Erlebnis, so. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas früher gemacht habt. So, jetzt bin ich, glaube ich, zu alt dafür, aber früher war das schon eine geile Sache. Du hattest kaum was dabei, als vielleicht eine Karte und ein paar Wechselkleidungsstücke, so, die du dann auch vielleicht am Fluss gewaschen hast, dies, das, oder mit Reihe in der Tube irgendwo auf einer Toilette oder so. Und das war schon krass, es war minimalistisch, wir hatten keine digitalen Geräte mit, so dies, das. Der eine hatte vielleicht seine Gitarre mit, ne, dann hier so. Reichet Knarren eurem Jäger, ihr bösen Menschen.
ihr bösen Menschen. Und das war's. Am Ende des Tages eine mega geile Zeit. Hab mega viele Erlebnisse gehabt. Also es ist nicht nur das passiert. Wir wurden mal von der Polizei mitgenommen. Dies, das. Also ist schon wirklich vieles passiert. Wir durften mal kostenlos irgendwie auf einem Schiff mitfahren. Wirklich jede Menge coole Erlebnisse. Möchte ich nicht missen. Ich bin mal gespannt. Wie habt ihr denn früher so? Oder wie macht ihr heute so Urlaub? Macht ihr eher so Strandurlaub? Macht ihr eher Wanderurlaub? Skifahren? Oder vielleicht doch sowas wie ich, ne? Damals gemacht habe. Schwarzzelten und dann die ganz krassen Erlebnisse. Bin ich mal gespannt von euch zu hören. Schreibt mir auch gerne unter das Video, ob ihr öfters solche Geschichten hören möchtet von mir. Von damals, als ich noch jung war oder so. War auf jeden Fall krass. Und ja, was gibt's noch zu sagen, außer dass ich gerade wahrscheinlich in Ägypten am Strand liege und dieses Video hier vorproduziert wurde. Mit Döner-Kebab-Schild. Mega gut. Vielleicht mache ich auch in Ägypten ein Video, vielleicht auch nicht. Wir sehen uns demnächst. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragender. Ach, und gern den Jäger abonnieren. Ciao, Leute.